Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich nehme euch heute mit auf Traumrouten rund um den Gardasee. Wenn euch das interessiert, bleibt dran und viel Spaß beim Schauen. So, jetzt mache ich es doch. Nachdem mein Gardasee-Video, das ich Mitte November hochgeladen habe, einen Videofehler hat und ihr mich nicht mehr hört, von 0,24 bis 2 Minuten 30 circa, habe ich es jetzt einfach nochmal vertont und hochgeladen. Jetzt hört ihr mich auch in der Zeit sprechen, nicht alle Labertasche. Der Gardasee zeigt sich heute Morgen von seiner schönsten Seite. Und das Hotel Datino in Malcesine ist ein wahrer Glücksgriff. Zuerst gibt es ein gutes Frühstück, bevor die Tour heute starten kann. Die Traumroute geht zu Monte Baldo. Ich nehme in Cassone die spektakuläre Auffahrt über die Via del Sole. Dann geht's über die 50 Kilometer lange Monte Baldo Höhenstraße bis Mori. Und zurück über Nago nach Torbole an den Gardasee. Mein Weg führt mich zunächst schön gemütlich am Ufer entlang. Kaum bin ich in Cassone von der Gardesana abgebogen, finde ich ein spannendes Sträßchen, das mich durch mehrere Ortsteile führt und mich erahnen lässt, was noch auf mich zukommt. Lange habe ich überlegt, soll ich diese Auffahrt wählen oder besser doch die einfachere Variante nehmen. Als ich gestern Abend mit Rainer telefoniert habe, hat er mich ermutigt und nun bin ich hier und schon ein bisschen aufgeregt. Oje, was geht jetzt ab? Die Straße ist gesperrt, aber der Bauarbeiter winkt mich freundlich vorbei. Pass ich da durch? Eins ist sicher, umfallen kann ich nicht. Aber gerade so, meine Hand hat nicht zwischen Spiegel und Schild und Auto gepasst. Aber es ging gut, jetzt geht's weiter. Wenn du auf der Landkarte schaust, siehst du, dass die Straße Via del Sole heißt. Unter Radfahrern ist sie bekannt und gefürchtet als Punta Veleno. Das enge Sträßchen bringt mich mit einer durchschnittlichen Steigung von 20% und 15 Spitzkehren auf die Höhen des Monte Baldo Massives. Weil sie so bekannt und beliebt bei Fahrradfahrern ist, bin ich besonders in den Kehren sehr vorsichtig, weil ich immer Angst habe, es kommt ein Radfahrer von oben runtergeknallt. Auf dem Foto kann man sehr gut erkennen, wie steil die Straße ist. Boah, was für eine geile Aussicht! Fast über den ganzen Gardasee. Ich bin begeistert. Also das hat sich jetzt schon gelohnt, dass ich diese Straße gewählt habe. Einsam und menschenleer. Ist das nicht ein Traum, so alleine durch die Bergwelt zu fahren? Ups, doch nicht alleine. Da kommt ein Radfahrer.
Habt ihr gesehen, wie er um die Kurve kam? Da kann es ganz schnell sehr eng werden. Jedes Jahr im September findet hier ein Radrennen statt. Die Straße soll der härteste Aufstieg für Radfahrer am Gardasee sein. Für uns Motorradfahrer ist das gut zu meistern. Oben angekommen wird man wieder mit tollen Aussichten belohnt. Mit dem Auto kann es hier schon ein wenig eng werden. Oh, eine Sperrung. Jetzt erstmal stoppen und das Schild lesen. Okay, da hatte ich richtig Glück, dass mich die netten Arbeiter an der Baustelle durchgewunken haben. Oder wollten die nur schauen, wie ich mit meiner dicken Boxer da stecken bleibe? Ich bin mir sicher, auch ohne Sperrung ist hier kein großes Verkehrsaufkommen. Die Via del Sole ist für mich ein Highlight auf meiner Tour. Für mich geht's weiter zur Montebaldo-Höhenstraße, der SP3. Ferrara di Montebaldo bildet den Ausgangspunkt für den Kurvenspaß. Ich folge der SP3 immer in Richtung Brentonico. Die Straße wird schmaler und für Autos wird's mal wieder eng. Ich war schon oft am Gardasee, aber immer mit dem Auto. Wenn ich hier oben war, dann, wie die meisten Touris, mit der Seilbahn von Malcesine aus. Mit dem Motorrad auf den Montebaldo war schon lange auf meiner To-Do-List. Ich bin überrascht, dass hier im Juli so wenig los ist. Die einsame Bergregion begeistert mich total. Da kommt mir dann doch ein ganzer Schwung Biker entgegen. Aber das war es dann auch schon. Bis auf 2-3 weitere Motorräder und ein paar Fahrradfahrer hatte ich die Straße für mich alleine. Ein Traumtag. Der Panoramablick vom Montebaldo in die Alpen einmalig. Hier oben soll es sogar Stellen geben, von denen man bei guter Sicht Verona und sogar Venedig erkennen kann. Der Montebaldo bekommt meine 100%ige Empfehlung. Gerade jetzt im Juli, wenn unten am See Temperaturen um die 35 Grad herrschen, hat man hier am Berg angenehme 25 Grad. Du findest viele kurvenreiche, gut befahrbare Sträßchen mit atemberaubenden Ausblicken. Die Hochebene mit den Almwiesen und Kühen lässt sich glatt vergessen, dass du am mediterranen Gardasee bist. Ich schlänge mich hinunter Richtung Mori. Die Landschaft verändert sich und ich komme vom Almgebiet mit seiner Blumenpracht wieder in mediterranere Gefilde. Und es wird wieder deutlich wärmer, um nicht zu sagen sogar heiß.
Jetzt befinde ich mich auf der Straße Richtung Gardasee, die meisten von euch sicherlich kennen. Den Weg nimmt man auch, wenn man von der Autobahn den nördlichen Teil des Gardasees erreichen möchte. Durch Nago am Kreisverkehr Richtung Torbole. Für mich Pflichtprogramm der Stopp an diesem Parkplatz. Hier ist mein schönster Blick auf den Gardasee. Er ist für mich voller guter Erinnerungen. Hier bin ich oft mit meiner inzwischen verstorbenen Mutter gestanden. Der Gardasee war ihr Sehnsuchtsort. Die SS 240 Richtung Torbole ist immer wieder schön mit ihren traumhaften Ausblicken, auch wenn hier oft Stau herrscht. Ich bin wieder zurück am Hotel. Jetzt wird's nochmal spektakulär. Die Auffahrt zum Hotel hat über 20% Steigung. So, jetzt gibt's erstmal Entspannung am hoteleigenen Strand, bevor ich den Abend in meiner Lieblingspizzeria direkt am Wasser bei bestem Sonnenuntergang ausklingen lasse. Das ist Dolce Vita pur. Neuer Tag, neue Tour. Heute nehme ich die Strada della Fora, oder besser bekannt als die Braser Schlucht, unter die Räder. Es geht auf die Westseite des Sees. Kurz nach Limone biege ich auf die SP38 ab, über Pieve und die SP115 geht es zurück nach Limone. Ohne nennenswerten Verkehr macht die Uferstraße am Morgen richtig Laune und stimmt mich auf eine schöne Tour ein. Kurz nach Limone biege ich auf die SP38 Richtung Tremosine ab. Die enge Straße klebt förmlich am Fels. Hier könnt ihr gut beobachten, wie eng es wird, wenn sich zwei Autos treffen. Hier am Parkplatz vor der Galerie unbedingt anhalten. Der Fotostopp lohnt. Man hat schöne Ausblicke auf den See und nach oben auf die bekannte Schauderterrasse des Hotel Paradiso in Pieve. 350 Meter liegen zwischen der Plattform und dem See. Das ist schon krass. Bekannt ist die Strada della Fora durch den James-Bond-Film Ein Quantum Trost und durch Werbespots verschiedener Autohersteller. Vor dem Bau der 6 Kilometer langen Straße Anfang 1900 war die Hochebene von Tremosine nur durch einen Fußweg oder mit der Seilbahn erreichbar. Besonders zu beachten ist, dass von 10 bis 19 Uhr die Straße nur in eine Richtung, nämlich bergauf, befahrbar ist. So kommt die unheimliche Begegnung der engen Art für Autofahrer nicht mehr vor. Auf zwei Rädern haben wir da keine Probleme. Jetzt kommt der besonders enge Teil der Schlucht. Die Straße und der Bach haben kaum Platz nebeneinander. Der enge Teil ist nur 200 Meter lang. Es ist also ratsam zu parken und sich das Ganze auch zu Fuß anzuschauen. Hier haben die Straßenbauer wirklich ihr Bestes gegeben und die Straße in den Fels gehauen. Überhänge, Brücken, enge Tunnels. Teilweise kann man durch die enge zusammenstehenden Felsenwände nicht einmal den Himmel sehen. Hier nochmal der Hinweis der Sperrung.
Die Madonna im Fels ist eine Gedenkstätte. Hier wird den getöteten Arbeitern während der Bauzeit gedacht. Vor ihrer Leistung kann man sich mit Ehrfurcht nur verneigen. Ich denke, dass die SP38 schon zu den eindrucksvollsten Straßen im Alpenraum zählt. Und was mich besonders freut, es ist sehr wenig los. Und so kann ich überall anhalten, schauen und fotografieren. Noch ein kleiner Tipp. Links die Pizzeria Brasa ist sehr zu empfehlen. Und am Abend hat die Schlucht einen besonderen Reiz, weil sie geheimnisvoll ausgeleuchtet ist. Und so kann man das Nützliche und das Gute bei einem Abendessen verbinden. Jetzt wird die Schlucht wieder breiter. Die grauen Felswände werden von mediterranen Grün abgelöst. Nach einigen Kurven erreiche ich Pieve. Der aufregende Teil der Strecke liegt nun hinter mir. In Pieve könnte ich links Richtung Tignale abbiegen. Dann kommt man auch ans Hotel Paradiso mit der bereits erwähnten Schauderterrasse. Mein Weg geht rechts weiter Richtung Limone. Hier oben findest du zig Motorradstrecken. Ich habe mich heute für diese kurze Route entschieden, weil ich heute an meinem letzten Tag am See nochmal den Pool genießen will und auch nochmal Cesene einen Besuch abstatten möchte. Mein Hotel liegt etwas außerhalb von Malcesine. Direkt am Ufer kann ich bis in die historische Altstadt spazieren. Der ganze Ortskern ist ein Highlight. Für mich eine der schönsten, romantischsten Städte in Italien. In einer der vielen Bars sitzen und den Aperitif genießen und dem Treiben zuschauen, einfach nur schön. Ein wunderbarer Ort ist der Palazzo di Capitani. Er wurde bereits im 13. Jahrhundert als Stadttheater erbaut. Im 15. Jahrhundert wurde er als Sitz des Gouverneurs vom Ostufer genutzt. Heute finden hier Ausstellungen statt. Ich liebe diesen kleinen Palmengarten mit dem traumhaften Blick auf den See. Ein Stopp muss immer sein, wenn ich hier bin. Die Abendstimmung am Hafen, wenn die Tagestouris weg sind, ist schon besonders. Und zum Abschluss dieser Blick. Nun wird mir wieder klar, warum ich mich schon vor vielen Jahren in diesen Ort verliebt habe. Heute heißt es schon wieder Ciao, Lago di Garda und Hotel Latino. Das Hotel ist ein richtiger Wohlfühlsort und bekommt eine 100%ige Empfehlung. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Die Tour führt mich von Rovereto Süd über die Autobahn bis Sterzing, dann weiter auf der alten Brennerstraße nach Innsbruck. Über den Kühtai-Sattel erreiche ich Ötz, mein heutiges Tagesziel. Die langweilige Fahrt über die Autobahn erspare ich euch. Der Himmel hier in Südtirol verheißt heute nichts Gutes. Ob ich heute trocken durchkomme, das bezweifle ich. Italien hat noch gehalten, was es im Juli verspricht. Aber kaum habe ich die österreichische Grenze passiert, fallen die ersten Tropfen. An einem Parkplatz habe ich mich dann notgedrungen in meine Regenklamotten geworfen.
Trotz aller Widrigkeiten, der Stopp unter der imposanten 190 Meter hohen Europabrücke muss sein. Sie war lange Zeit die höchste Brücke Europas. Es geht über den Kühtai-Sattel. Die Straße verbindet das Sellrheintal mit dem Ötztal. Die gut ausgebaute Strecke ist fahrerisch keine Herausforderung, was mir bei der Wetterlage sehr entgegenkommt. Die Straße soll sehr aussichtsreich sein. Diese Ausblicke bleiben mir heute leider verwehrt. Ich darf mich wegen des Wetters nicht beschweren. Ich hätte den Berg auch ganz einfach über das Inntal umfahren können. Aber ich wollte es halt mal wieder wissen. Und siehe da, oben auf der Passhöhe reißt die Wolkendecke auf und die Sonne zeigt sich. Begrüßt werde ich von diesen Gesellen. Auf 2020 Metern Höhe findet man einen Hotelort, der sich hauptsächlich auf den Wintersport konzentriert. Bereits 1909 wurde hier das erste Skigebiet erschlossen. Die Abfahrt Richtung Ötztal ist etwas spannender. Sie hat sogar die ein oder andere Kurve zu bieten. Auf was man hier achten sollte, wie der Name des Passes schon andeutet, sind Kühe, die hier auf der Straße anzutreffen sind. Teilweise sieht es hier richtig heftig aus. Wir haben heute Freitag. Am Dienstagnachmittag, also vor 3 Tagen, wurde die Region von einer heftigen Gewitterfront getroffen. Sturmböen bis zu 160 Stundenkilometer sorgten für die vielen umgestürzten Bäume. Ich bin in Ötz angekommen. Zuerst gönne ich mir einen lecker Tiroler Apfelstrudel. Und dann fahre ich in meine gebuchte Pension und lasse den Tag ausklingen. Der letzte Tag begrüßt mich wolkenverhangen. Naja, was soll's, es geht heute eh nach Hause. Aber zuerst gibt es ein leckeres Frühstück. Ich fahre von Ötz über Imst und Landeck Richtung Arlberg. Weiter geht es über den Flexenpass und den Hochtannenbergpass durch den Bregenzer Wald. In Schwarzenberg biege ich zum Bödeler ab. Vorbei am Bodensee geht es heimwärts. Schnell das Moped gepackt und es kann losgehen. Die Wolkendecke scheint sich zu lichten und ich könnte heute trocken bleiben. Das kommt mir sehr entgegen. Noch kurz was zu meiner Unterkunft. Sie war, naja, Föhn und Fernseher defekt und ein Fleck auf der Bettwäsche. Das geht für mich gar nicht. Vor allen Dingen bei dem Preis. Es geht durch St. Anton Richtung Arlbergpass. Für Autos gibt es normalerweise die alternative Arlbergtunnel. Der ist aber diesen Sommer gesperrt. Deshalb quält sich alles über den Pass.
Er ist gut ausgebaut und ganzjährig befahrbar. Der Albergpass ist 1793 Meter hoch und verbindet parallel zur Silfretter Hochalpenstraße Tirol und Vorarlberg. Bei schönstem Wetter hat man hier traumhafte Ausblicke auf die Kuchenspitz, die Passaierspitz und den Valuga. Nach ca. 3 Kilometern biege ich hier rechts ab zum Flexenpass. Er bringt mich von der Westrampe des Albergpasses ins Lechtal. Bis zur Passhöhe sind es nur 4 Kilometer. 1,6 Kilometer der Strecke geht durch die Flexengalerie. Sie ist ein historisches Bauwerk. Seit 1897 erschließt sie Lech-Zürs an den Altberg. Die Galerie besteht aus insgesamt 22 Galerien und Tunnelabschnitten sowie 3 Brücken. Die ganz alten Teile der Galerien sind zum Teil noch aus Holz. Die Region hier ist ideal zum Motorradfahren. Hier findest du unweit vom Bodensee traumhafte Motorradtouren. Auch wenn der Scheitel nur 1773 Meter hoch ist und eher unscheinbar, muss ein Stopp trotzdem sein. Zürs, im Sommer eine Geisterstadt. Belebt wird es erst wieder in Lech. Hier lohnt sich auch ein Stopp. Ja, in Lech, da wird es wieder lebendiger. Lech ist nicht nur im Winter eine Reise wert. Das Walserdorf liegt am gleichnamigen Fluss auf 1444 Metern und hat auch im Sommer viel zu bieten. Hier lohnt ein Stopp und ein kleiner Spaziergang. Jetzt wird's nochmal schön kurvig. Ich liebe die L198, die Verbindung zwischen Lech und Waadt. Die Straße ist ein Grund, warum ich lieber am Arlberg Richtung Flexenpass abbiege. Ja, so langsam wird mir bewusst, die Tour neigt sich dem Ende entgegen. Eine Woche ich, meine BMW, geile Straßen, faszinierende Landschaften und unendliche Freiheit. Ich habe alles richtig gemacht. Jetzt muss ich zuerst aber noch hier beim Metzger in Waadt stoppen und mich mit Bergkäse eindecken. So kann ich morgen meinen Patienten zu Hause mit lecker Käsespätzle verwöhnen. Meine Fahrt geht weiter über den Hochtannenbergpass. Er ist eine wichtige Verbindung zwischen dem Bregenzer Wald und dem Arlberg. Der Scheitel ist auf einem von Almwiesen umsäumten Hochplateau mit schönen Ausblicken. Die Strecke ist aufgrund seiner langgezogenen Kurven und breit ausgebauten Kehren einfach zu fahren.
Auf der Bregenzer Wald-Bundesstraße findet man leider immer wieder sehr viel Verkehr. Die Geschwindigkeitsbegrenzungen und die vielen Blitzer machen das Überholen teilweise schwierig. So kann sich die Tour durch dieses Tal richtig ziehen. Gott sei Dank hält sich das Ganze aber heute in Grenzen. In Schwarzenberg verlasse ich die B200 zum Losenpass. Ich liebe die Fahrt übers Bödene. Von der 1140 Meter hohen Passhöhe habe ich nochmal schöne Ausblicke auf die Alpen und bei der Abfahrt Richtung Dornbirn auf den Bodensee. Für mich die letzten Höhepunkte auf meinem Heimritt. Der kleine Pass ist gut ausgebaut und kurvenreich. Zusammen mit dem Faschinerjoch und dem Volkerjoch findest du hier tolle Rundtouren. Und wenn du eine Pause brauchst, die Ammenegger Stube hier in der Kurve bietet lecker Essen mit bester Aussicht auf den Bodensee. Von Dornbirn nehme ich dann den schnellsten Weg Richtung Heimat, also am Bodensee entlang und dann ein Stückchen Autobahn bis Rottweil und übers Kinzigtal nach Offenburg. Jetzt freue ich mich wahnsinnig auf daheim. Es gibt so viel zu erzählen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mich zu begleiten. Für mich war es eine mega geile Tour. Wenn du mir ein Like oder Abo schenkst, wäre es großartig. Uns würde es gefallen, wenn ihr uns weiter folgt. Daheim werde ich schon erwartet und herzlich begrüßt. Bis bald, eure Best Agers, Rainer und Susanne.